mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Genießen Sie das Fest? Ja, all die Lichter, das ist... Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Bis bald, Herr Tannhauser. Na komm, du, wenn wir uns jetzt stärker testen. Komm, Sarande! Gibt's was zu gewinnen? Natürlich, natürlich! Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal! Na, wenn das so ist? Der Commodore Kishi hat schon 8 Monate subscriben. Super, sehr nice. Sag's mal nur irgendwie bei meinem Apple. Ja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Okay. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun. Du kannst auch was schreiben. Immer dran denken. Oder du hast das Lärm, wie es gewohnt. In einem gesunden Körper. Ahoi. Jo. Es gibt auch bald so Fupsi-Coins, die kann man sammeln später. Und weil ich ja gesagt habe, ich werde dann streamen im Sommer. Wenn WoW Classic kommt, da kann man dann Ingame-Items kaufen mit den Fupsi-Coins. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Da werde ich zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas sammeln. Das so Matt für Kräuterkunde oder für Lederverarbeitung. Und dann kann man für, weiß ich nicht, 10.000 Punkte dann irgendein Stack oder so kaufen. Aber da kriegt man nur Punkte, wenn man zuschaut. Soll eine Motivation sein? Mm. Aber das bin ich gerade im Einstellen, das funktioniert nicht so ganz richtig. Schaust du gerade vom PC zu oder von woanders? Weil wenn du vom PC aus zuschaust, weiß ich es nicht, aber du hast irgendwie so ein grünes Streamlab-Symbol. Und da kannst du auch bei so Rubbellose mitmachen und bei anderen so Gewinnspielen, wo man mehr Punkte gewinnen kann. Ja, am PC, okay, warte. Also die Frage, wie das funktioniert. Am PC, ich weiß auch nicht, ob ich das selber sehe, das ist die Frage, ne? Irgendwo muss ein Streamlab-Symbol sein. So ein grünes. Vielleicht ist es mit einem Bildschirm, ich sehe es auf dem PC nicht. Wenn du immer am Handy oder am Tablet schaust, da kannst du so Rubbellose mitspielen und so. Rubbellose. Ja, es ist Rubbellose. Es ist Scratch. Wie heißt es? Scratch irgendwas. Ja, da kannst du 6 Bilder auswählen praktisch. So wie bei Memory zum Beispiel. Oder so wie beim Rubbellose. Naja. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Ich will den scheiß Pokal haben. Verschlossen. Verschissen. Ja. Tut mir leid wegen des Tretboots. Sie hatten sich bestimmt drauf gefreut, hm? Eigentlich schon. Ich schreibe Ihnen einen Gutschein für ein ganzes Wochenende in der nächsten Saison. Ich weiß ja nicht mal, ob ich nochmal wiederkomme. Ich muss weiter. Eine Gutschein hat's da. Quer. Ich hätte trotzdem genommen. Okay. Vielleicht will man einen dann geben zum Tausch oder. Ich hol noch einmal die Grillen her. Weiß zwar nicht warum, ich hol's her.
Aha, jetzt geht's auf einmal nach links weiter. What the fuck? Hast du das schon gefunden, Komono Kishi? Okay, mal aufnehmen, was er zum Sagen hat, der Hans. Beverly, mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, ich weiß das nicht, wie das am PC funktioniert. Jetzt hast du es gefunden. Schau, du kannst später dann Sachen kaufen. Jetzt habe ich zum Beispiel für 100 Fupsi-Münzen kann man dabei eine Schatztruhe kaufen, die ist aber noch nicht wirklich aktiviert, das ist nur zum Testen. Und du kannst halt Gewinnspiele machen, dass du mehr Fupsi-Points, da Fupsi-Coins kriegst. Kein Zutritt. Ich werde jetzt aber gescheiter einstellen. Und Pizzaservice, zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und die Moderatoren kriegen PS, mehr keine Coins. Werbung. Musst halt WoW Classic dann nachher spielen, wenn es rauskommt. Boah. Schlummermachel. Gefährdet. Mia kann nicht durchlesen, weil sonst wird es nie fertig und die Karte sich verschieben. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Bier, ne? Die paar Früchte wird niemand vermissen. Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten. Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht. Stell's dir nicht an, Herrst. Ich verkaufe diese hochwertigen Massagestäbe. Hast du das Schild nicht gelesen? Nee. Nee. Massagestäbe. Ich habe sie gelesen und geflissentlich ignoriert. Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA? BND? HVA? FBI? NSA? Raus damit! Ich heiße Tannhauser. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Netter Hut. Netter Hut. Okay. Du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient.
Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Sehr gut, jetzt können wir uns da umschauen. Lessing? Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notration, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Eine Basstuba. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Wow. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Das Windrad versorgt dieses Baumhaus mit Strom. Autonom und nachhaltig. Ha, zap, zap. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar! In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt erklärt und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden. Unsere Luft auflösen, untertauchen und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund, so wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Okay. Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst du Muster erkennen. Ah! Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Aus, aus, aus! Das sind die! Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben mit ihrer atomaren Strahlung! Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen, mit Hilfe von Birkeland-Strömen. Birkeland-Ströme, schon mal gehört? Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Wie ein elektrischer Plasmastrom oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn, um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Und Sie leben hier draußen? Haben wir schon. Und ich komme hier.
Wurscht, gehen wir mal runter. Dazu okay. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall was hier zum zum Treten. Schau. Zack. Das sollte als Schaufelrad reichen. Und jetzt? Viel zu eisig zum Schwimmen. Wusch, jetzt können wir es benutzen. Nage. Ahoi. Ahoi. Ach, nimm mal Wiedersehen. Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Irgendwo hier muss der Meteorit runtergekommen sein. Ach nee, da wo es grün ist? Na, warte mal lieber. Na, kennst du dich aus? Ja. Nicht weitergehen, ich muss mich da noch umschauen. Ah, da ist die andere Seite vom See. Da muss der Meteorit runtergekommen sein. Wo der Meteorit abgestützt ist. Sehr gut. Aber vorher. Geh noch zurück. Mit seinen Krüppel. Krüppelfüße da. Ein Theropode. König der Saurier. Gestorben vor über 70 Millionen Jahren. Kann man sich nicht vorstellen. Genau, weil es nicht stimmt. So. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Und holen wir uns unsere Freunde. Sie kommen schon. Betreten strengstens verboten. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Du kannst mich schon mal ausschlecken. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Wie Großmutter immer gesagt hat. Hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Oh je, wie ging das noch? Keine Ahnung. Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Natürlich nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Ja, er ist glaubt. Ein rostiger alter Schlüssel. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. So, jetzt haben wir die Stiefeln auch noch gestohlen.
Wir sind Arschlöcher. Ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier beginnt die Gummistiefel der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Verzeihung? Na gut, da passiert nichts mehr. Ich frage mich, was das ist. Draufdrücken. Puff. Verschlossen. Pilze. Wie schön sie leuchten. Ich komme von hier leider nicht ran. Irgendwas schimmert grünlich. Mir ist schlecht. Ja, Gratulation, jetzt bist du verstrahlt. Ich komme von hier leider nicht ran. Ahoi! Ich bin verstrahlt. Nein. Du bist grün. Sie haben das Boot repariert. Nicht nötig. Nein, ich nehme Sie das. Was kriegen wir? Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zu... danke. Okay, wir haben eine Postkarte gekriegt, dass wir uns besser zurechtfinden. Wollen wir eh grün leuchten, verdammte Scheiße. Ah, schau. Jetzt sind wir grün, weißt du, was das heißt? Hulk! Komm sie ran, der Herr! Na gut. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ich bin verstrahlt. Was soll noch alles geschehen? Ich meine jetzt wirklich, ohne Scheiß. Was soll geschehen? So. Da hätten wir einen Schlüssel, schau. Passt perfekt. Uhuhu. Wir gehen verstrahlt im Keller runter. Beverly. Ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Wiedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Sneifelsjoghurt herabgestiegen ist. Wohin? Ich kann kaum etwas sehen.